Die Frequentis ist ein Weltmarktführer im Bereich sicherheitskritischer Einsatzleitzentralen. Man muss sich vorstellen, Operatoren von Polizeieinsatzleitzentralen oder Feuerwehreinsatzleitzentralen, aber auch Lotsinnen und Lotsen, die den Flugverkehr managen, sitzen ja nicht am Ort des Geschehens und sind natürlich abhängig von Informationen und von Kommunikation mit den entsprechenden Einsatzmitteln oder den Piloten, die im Flugzeug sitzen. Wir liefern ihnen die entsprechenden Daten, Tools, Auswertungen, Statistiken und wir retten damit Menschenleben. Grundsätzlich erforschen wir immer, wie kann neue IT für sicherheitskritische Bereiche angewendet werden. Wie können Einsatzkräfte im Einsatzfall, aber auch davor, miteinander kommunizieren, Daten, Informationen und Sprache austauschen? Wie kann man das mit modernen Technologien so machen, dass es auch sicher ist, ja, also gegenüber Angreifern, aber auch sicherstellen, dass man alle notwendigen Informationen hat? Frequentis ist ein Innovator. Wir investieren etwa 12% unseres Umsatzes in Research and Development, um eben unsere Software oder unsere Applikationen innovativer für den Benutzer, aber auch sicherer für diejenigen, die in einem Flugzeug sitzen, in einem Schiff sitzen oder in einer Eisenbahn sitzen. Wahrscheinlich sind Sie mit Sicherheit sogar mit einem von unseren Systemen bereits in Kontakt getreten, ohne dass Sie es wissen. Wir arbeiten mit der FFG in verschiedenen Dimensionen zusammen. Einerseits haben wir Ansprechpartner bei uns im Corporate Research, aber auch in unseren Geschäftseinheiten, wo wir sehr viele Kontakte zur Industrie, zur angrenzenden Industrie, zu Partnerfirmen geliefert bekommen und wo uns sozusagen das Netzwerk sehr stark unterstützt. Gleichzeitig ist die FFG natürlich für uns auch ein Fördergeber, damit auch eine Behörde, die uns dabei hilft, Förderprojekte richtig aufzusetzen, sie entsprechend den Regeln in der EU umzusetzen. Und da ist die FFG sehr hilfreich. Neben diesen Forschungsprojekten haben wir auch natürlich das Basisprogramm, das uns als Technologiefirma massiv dabei unterstützt, am Booster Zeit zu bleiben und weltweit konkurrenzfähig zu bleiben, wo wir auch signifikante Unterstützungen für unsere Entwicklungstätigkeiten erhalten. Die Beziehung zur FFG ist schon eine sehr, sehr lange und wir haben auch schon sehr erfolgreich mit der FFG und mit dem Institut für Computertechnik zusammengearbeitet und erfolgreich zusammengearbeitet. Als Abteilung, die in die Zukunft schaut, sind wir immer mit den Forschungsförderungsgesellschaften abgestimmt und schauen uns auch immer an, wo, in welchen Bereichen es wichtig sein wird, in Zukunft auch die Schwerpunkte hinzulegen. Das kriegen wir von der FFG. Insofern ist es für uns ein wichtiger Partner auch für die zukünftige Technologieentwicklung. Weiterhin mit der FFG den Weg voranzugehen und diese Kooperation zu stärken, ist für uns ganz klar.